So. Ach so. Habe ich hier Futter? Großartig. Ich wollte gerade sagen, wir müssen futtern. Du wirst sterben für all die Demütigung. Irgendwo war übrigens hier noch eine Truhe, ne? Das hat nichts mit dir zu tun, Tan. Für mich bist du nur ein fettes Lösegeld. Genau. Deswegen zerschmetterst du meine Tore und tötest meine Männer nur für etwas Silber? Du hast keine Ehre. Genug. Sonst gebe ich dich den Sachsen mit 10 Fingern weniger zu. Okay. Da! Ihr dort! Heiden! Lasst diesen guten Mann ziehen! Oder zahlt den eisernen Preis! Und was bietest du uns im Gegenzug an? Euer Leben! Viele Männer starben beim Sturm auf die Feste. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein, Kestor Sklave. 20 Ton Silber. Gib ihnen, was sie wollen, Kühnebert. Das ist eine große Forderung, die ein Loch in Gottes Kasse reißen wird. Ohne ein Unterpfand kann ich das kaum erlauben. Tedmund? Du willst mir Geld für mein Leben abpressen? Du warst rasch hier, Abt. Nicht lang, nachdem diese verkommenen Würmer meine Feste übernahmen. Im Auftrag des Herrn, Tedmund. Beim Gebet überkam ich eine schreckliche Vision. Ein Heidenheer, das dein Leben bedroht. Ein Zufall, den ich recht verdächtig finde, Abt. Hast du... Gott, hilf dir! Geht es dir gut? Luft! Ich brauche Luft! Was ist mit dem los? Was hat der denn gemacht? Er ist tot. Da war Gift im Spiel, kein Zweifel. Nein, 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 nein! Weck den Mann auf! Er kann nicht tot sein! Er darf nicht tot sein! Vergiftet? Wie kann der Mann in unseren Armen an Gift sterben? Viele große Könige und Umnachtete tragen in Kriegszeiten Gift bei sich, um der Gefangenschaft zu entgehen. Und dem Lösegeld. Eine Katastrophe! Alfred wird einen anderen wählen und... Bei allen Heiligen! Wie soll ich das nur dem König erklären? Wir gingen den Weg bis zum Ende, Kühnebert. Dir mag nicht gefallen, wohin er führte, doch schuldest du uns deinen Teil des Handels. Ihr sollt euren Paladin haben. Ich brauche einen Tag. Kommt morgen in meine Abtei und ich werde... Oh je, oh je! Diese Verzögerungen zehren mir an den Knochen. Wir sollten Kühnebert vergessen und Fulke selbst finden. Frieden, Eivor. Sprich mit Gedrick und entlasse ihn aus seinem Schwur. Wir sehen uns bei Kühneberts Abtei. Frieden? Warum sollte es Frieden geben? So. Wieso ist der Rabe nicht verfügbar? Hallo? Irgendwo war doch hier nämlich noch ein Dings. Überblicke das Land, Freundin. Hier war doch noch eine Truhe, oder nicht? Wir gucken mal auf der Karte. Wird doch meinen. Irgendwie waren noch hier noch. Ist denn hier die? Sind denn hier die Sachen? Aha. Kann man von da drinnen rein? Nee, ne? So, Uno.
Das heißt, eigentlich jetzt hier. Genau. Das müsste, ich wollte doch meinen, das müsste hier so. Hallo? Boah. Ernsthaft? Ah, ich merke gerade, es wird alles ein bisschen schwerer, sagen wir es mal. Ein bisschen mehr Tricksen hier. So. Dann haben wir den Point. So, dann gucken wir jetzt erstmal auf die Dings. Warte mal ganz kurz. Ist das hier sinnvoller? Ja, das ist sinnvoller. Näher dran. Okay. Dip, 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 dip. Wo ist denn hier der Eingang, Alter? Da ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Was ist denn hier der Eingang, Alter? Ah, hier, da. Ja. So, da ist er. Ich komme ja auch gar nicht anders raus, ne? Dann haben wir die Truhe auch. Mitnehmen. Wir nehmen hier alles mit. Jetzt läuft hier ausnahmsweise mal ein bisschen außen rum. So. Und dann ist irgendwo da hinten. Echt. Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, das tut weh. Funktioniert das? Ja, funktioniert. So. Irgendwo hier war das, ne? War das nicht hier eben gerade? Meter nach unten. Ach so. Ja, da war ich schon wieder zu forsch. Okay. Wie komme ich hier rein?
Die nächste Truhe. Hier ist nichts weiter. Oh, Heilkraftrune. Rüstungsrune. Yes. Sollte ich mir vielleicht mal zu Gemüte führen, ne? Und jetzt haben wir noch das Teilchen. Da oben haben wir noch eine. Und dann sind wir hier durch. Na, hallo? Ich wollte... Das wollte ich nicht gerade so rum. So, 25 Meter nach oben. Also... Irgendwo hier oder dann noch höher? Nee, noch höher. Hier oben wird kein Eingang sein, ne? Depp, 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 depp. Na komm. Na, das hasse ich auch, ne? Warum das nicht einfach so funktioniert hat? So. Alle Truhen geplündert, Eisenerz. Oh, Stoff. Sehr gut. Deswegen mache ich das übrigens. Weil Stoff und die ganzen Sachen braucht man jetzt. Brauche ich ja so gesehen mittlerweile. So, und dann da aufs Vordach. Dann hier aufs Vordach. Und das war's. Kann ich jetzt eigentlich schon Inventar irgendwas aus? Hier, genau, Mahlzeiten. Wir haben 5. Weißt du was? Wir machen einfach mal Mahlzeiten. Es ist einfach mal Zeit, dass wir vielleicht mal nicht so viel Mahlzeiten machen können. So. Ihr habt wie Bestien aus eurer Hölle gekämpft, Gedrick. Genau. Dein Schwur mir gegenüber ist erfüllt. Es war gut, Schulter an Schulter mit dir gegen die Schweinehunde aus West Saxe zu stehen. Möge unsere Freundschaft andauern. Dieses Dornengeflecht der Christen und Herrscher bedeutet mir nichts. Ich bin wegen Sigurd hier. Das verstehe ich. Wenn du ihn wiederfindest, komm zu mir. Wir feiern und singen und wärmen uns an Met und Freundschaft. So sei es. So. Wieder 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Sehr gut. So langsam weiß ich schon nicht mehr, was ich machen soll. Geschossumkehr. Bogen-Nahkampf. Was haben wir hier? Notfallzielen. Jagdbogen-Kombo. Verstärkte Pfeile. Von wo geht denn der hin? Und der ist bei Salve. Dann gehe ich nämlich hier drüber. Genau. Ja, das ist schon richtig lustig. So, wir müssen... Oh, guck mal. Schnellreise. Deswegen nehme ich die Dinger mal ein. So wie jetzt gerade hat man mal richtig Glück. Brauchen wir nicht hinrennen oder sonst was machen, sondern einfach Jump. Ist so still. Wo sind die Brüder? Oder die Männer des Abts? Priorat des heiligen Hadrian. Haben wir hier eigentlich noch was zu tun? Nee, ne? Haben wir auch schon alles eingenommen. Jump! Triff dich mit Basim. Muckig. Wo turnt der eigentlich rum? Ach, hier beim Ausblick, ne? Ich würde dich freudig grüßen, Bruder, doch werde ich das stechende Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ich folgte dem Abt und ließ ihn nicht aus den Augen. Aber die Mönche, seine Diener, niemand ist zu sehen. Sind sie tot? Das glaube ich nicht. Aber in dieser Grabesstille liegt nichts Gutes. Und wo ist der Abt jetzt? In sein Gemächt. Komm, aber sei wachsam. Stimmt das für dich nicht auch nach Verrat, Bruder?
Warum sollte der fromme Hirte sich mit der Heretikerin zusammentun? Künebert ist ein Mann, der nach Macht und Einfluss giert. Ja. Wenn Edmund tot ist, muss er das woanders finden. Das ist wahr. Halte deine Augen offen und deine Klinge bereit. Das kriege ich hin. Na, pass mal auf, das wird eine Falle oder so sein. Fulke! Künebert, deine Gäste sind da. Der ist ja schon tot. Kommt, das Essen steht bereit. Der liebe Abt schickte mir eine herzliche Einladung. Er sagte, meine Freunde wollten mich sehnlichst sehen. Ich weiß, es ist etwas früh für ein Abendessen. Ja. Aber Künebert's Ale passt so gut zu gebratenem Lamm und Zimt-Blaubeererbsen. Ich konnte nicht widerstehen. Wo ist mein Bruder? Ist er nicht hier? Mon Dieu, ich habe ihm nichts gesagt. Töte sie und wir finden Sigurd nie. Setz dich, Eivor. Iss. Und lass mich dir die Geschichte eines Mannes erzählen, der mit Göttern spricht. Du verlachst mich? Ich habe für weniger getötet. Natürlich hast du das. Läuft es nicht so in dieser hässlichen Welt? Wir beide dünnen die Herde aus, wie wir es für sinnvoll erachten. Die meisten auf Erden sind kaum mehr als sprechende Blutblasen. Verschwendetes Fleisch. Doch nicht Sigurd. Sigurd ist anders. Sigurd wurde berührt. Er ist göttlich. Die Götter, sie sprechen durch ihn. Du fängst ihn ein mit dieser Lüge. Deine Worte sind Pest und Galle. Du hättest zuhören sollen, Eivor. Ich versuchte es dir zu sagen, die Götter sind echt und ihre Macht in Reichweite. Du wirst ihn nie finden. Nicht, bis ich alles habe, was ich will. Auf alte Freunde. Und der haben wir mal geholfen, ne? Das ist köstlich, Künebert. Schmecke ich da Nelken? Nun, damit ist das Abendessen beendet. Tötet sie und bringt ihre Leichen in mein Sanktum in Kantwareburg. Okay. Sie werden bald über uns herfallen. Vielleicht gibt es einen anderen Ausweg. Ja, ich würde mal sagen, ich nehme den hier. Also nicht, dass ich das jetzt wusste, ne? Aber... Mehr noch was? Das war jetzt gerade ein bisschen zu offensichtlich. Jo, dann hauen wir einfach hier ab, ne? Oh, Hoppelase. Wo ist ein anderer Kasperkopf? Ja, und nu? Wo müssen wir hin? Was müssen wir denn jetzt machen? Muss ich die jetzt doch töten, oder was? Entkommen aus dem Hinterhalt. Wir sind entkommen. Oder wie weit müssen wir noch? Warum bleibt er immer da stehen? Hallo? Komm. Ah, ich sehe schon. Es muss gemeuchelt werden. Ja, schönen guten Abend. Hallöchen. Ja, definitiv. Die müssen doch gemeuchelt werden, scheinbar. Wo ist denn hier Kasperkopf? Und drauf da. Komm. Komm. Oh, ein Rücken geschossen auf der Flucht. Ich böser Bub, ich. Oh. Ja, die muss ich angreifen. Die merkt das gerade.
Volker verriet, dass ihr Sanktum in Kantwarebuch ist. Ja, und das ohne Not. Ich würde mich dem Ort vorsichtig nähern. Es könnte eine Falle sein. Gehe ich auch aus. Aber eine andere Spur haben wir nicht. Genau. Ich hoffe, all diese unschuldigen Opfer sind es wert. Es geht um Sigurd, meinen Bruder. Natürlich sind sie das. Na dann komm, tauchen wir hinab in das Maul des Todes. Ich wollte meine Winterjahre ohnehin nicht erleben. Mhm. Dies wird nicht umsonst sein, Eivor. Wir werden Sigurd finden. Nicht nur ihn. Ich will Volker leiden sehen. Okay.